2017 geht zu Ende. Was gab es außer etwas mehr von denen hier und etwas weniger von dem hier? 70 Schadenfälle hier über die Finanzagentur abgewickelt. Heute für euch Top 3 Schadenfälle aus dem Jahr 2017. Platz Nummer 3. Eine Kundin schminkt sich mit Feuchtetüchern ab und schmeißt diese in die Toilette. Die städtische Kanalreinigung macht 300 Euro geltend für die Beseitigung der Verstopfung. Platz 2. Ein Kunde, der bei seinem 400 Euro Nebenjob eine Schraube in der CNC-Fräse vergessen hatte. Schaden für den Arbeitgeber 1400 Euro. Auf Platz 1 ein Scheunenbrand, der es in den Generalanzeiger geschafft hat. Ein Kind, welches mit Feuer gespielt hat und die ganze Scheune abgebrannt ist. Schadenhöhe 70.000 Euro. Insgesamt wurden lediglich 2 Schäden abgelehnt. Da war selbst meine Kreativität am Ende. Wir wünschen allen einen guten Rutsch ins neue Jahr und wie immer an Silvester immer schön aufpassen, wo, mit wem und was ihr knallt.